Es läuft weiterhin richtig gut beim Team von Dominik Thalhammer. Der LASK holt im 5. Ligaspiel bereits den 3. Sieg. Die Grazer beginnen in Weiß-Schwarz von rechts nach links. Unverändert im Vergleich zum 2:0 zuletzt in Ried. 4. Minute. Kevin Friesenbichler mit viel Tempo hat dann das Auge für Sturmpartner Jakob Janscher. Der trifft die Kugel aber nicht mehr richtig, wird von Wiesing auch noch entscheidend gestört. Gerade einmal 2 Minuten später die Linzer über Linksfuß Renner. Johannes Eggestein ideal weiter auf Hussein Balic und der LASK geht gleich mit dem ersten Schuss auf das gegnerische Tor mit 1:0 in Führung. 2. Saisontor von Balic, das ist sehr überlegt zu Ende gespielt. Eggestein, der Ragusch im Sturmzentrum ersetzt mit dem tollen Zuspiel auf Balic, der steht nicht im Abseits, Linksverteidiger Dante hebt es auf. Balic macht das dann sehr abgeklärt, so viel Raum darfst du dem LASK einfach nicht geben. Die Linzer mit mehr Ballbesitz, man bestimmt das Tempo, Sturm, ja, lauert auf Umschaltmomente, so wie hier. Hierländer weiter auf Kevin Friesenbichler, der Stürmer mit viel Platz. Wiesinger holt ihn noch ein. Kein Problem dann für Nationalteam-Torhüter Alexander Schlager. Der LASK verteidigt das mit sehr viel Risiko. Friesenbichler startet beim Pass von Hierländer genau richtig. Da war alles sauber. 18. Minute, die bis dahin beste Tormöglichkeit der Gastgeber. Die Partie ist von Taktik geprägt. Beide Teams sind gut aufeinander eingestellt. Das frühe Pressing einmal der Linzer und der Fehler von Hierländer. Michael mit der Chance, aber gut aufgepasst von Siebenhandel. Der Schlussmann kommt da stark aus seinem Kasten heraus. Dann gibt es den Zweikampf zwischen Hierländer und Grgic. Eigentlich Foulspiel des Mittelfeldspielers. Es gibt aber Freistoß für den LASK. Christian Ilzer beschwert sich bei Schiedsrichter Weinberger. Etwas zu heftig. Der Sturmtrainer wird mit Gelb verwarnt. Der LASK führt zur Pause bei Sturm. Da noch verdient mit 1:0. Herrliche Einstellung der Merkur Arena. Die Grazer, ja, die müssen in der Offensive aktiver werden. 10 Minuten nach dem Seitenwechsel. Gute Spielverlagerung. Und dann Kuhn mit dem Abschluss, der ist dann aber zu zentral. Die Gastgeber anschließend mit ihrer besten Phase, man erhöht die Intensität. Janscher auf Friesenbichler, da ist Ivan Ljubic, da ist die Top-Chance auf das 1:1. Schlager macht das aber exzellent in der 67. Minute, dreimal hat Ljubic bereits getroffen. Schlag aber wirklich hervorragend. Die Grazer hören weiterhin den Druck, Eckball von Janscher, Hierländer per Kopf. Und da fehlt dann nicht viel beim Kapitän der Steirer. 81. Minute bereits. Ja, wenn Sie sich fragen, was kommt eigentlich noch vom LASK nach der Halbzeit, was die Offensivbemühungen betrifft, ehrlich gesagt eher wenig. Wenig später der Abschluss von Johannes Eggestein. Der zeigt insgesamt eine ordentliche Leistung. Es läuft dann bereits die Nachspielzeit. Der LASK im Angriff. Und Dante hat anschließend eigentlich alles unter Kontrolle. Was macht er? Er macht den Riesenfehler. Der eingewechselte Marzen uneigennützig weiter auf Eggestein, sorgt für die Entscheidung, stellt auf 2:0. Sehr bitter das Ganze für Sturm. Natürlich vor allem für Dante, der Linksverteidiger, mit dem ungewollten Geschenk. Marzen sagt danke, hat Übersicht. Eggestein ohne Probleme macht in seinem 2. Bundesligaspiel seinen ersten Treffer. Der LASK mit Trainer Dominik Thalhammer gewinnt am Ende mit 2:0. Die Oberösterreicher holen den 2. Ligasieg in Folge. Ja, und Sturm hätte sich aufgrund der guten Leistung nach der Pause durchaus einen Punkt verdient gehabt. Dante, der muss dann nach Spielende noch von seinen Mitspielern getröstet werden. Schöne Szene, dass es da auch gleich die Unterstützung gibt. Der Trainer, der Grazer, jetzt bei Michael Ganhör.